Hi! Servus ihr Lieben, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte euch nur sagen, wir sehen uns gleich und wünsche euch viel Spaß im folgenden Video. Bis gleich, ciao! Puh! Lasst mich mal kurz überlegen. Jetzt ist mir eine Idee eingefallen. Genau. Super. Denn im Jahr 2017, da wird so richtig krass durchgestartet. Ja, und vor allem wird es so richtig der Böse, der Muskel zerrissen. Ganz genau. Boah, es ist auch kalt heute. Ja, ihr Lieben, das wird das krasse Jahr. Lasst uns das Jahr 2017 für uns und euch gut gehen. Es gibt auf jeden Fall jede Menge neue Beatups und krassere Action im neuen Jahr. Sport. Meine Voraussetzung fürs neue Jahr: krassere Rezepte, gesünder kochen und den Lifestyle genießen. Meine Voraussetzung fürs nächste Jahr 2017: krasser backen, neue Rezepte erfinden, die neueste Generation von der Backkunst ganz neu gestalten. So ihr Lieben, das war beziehungsweise die Themen für das nächste Jahr 2017. Und es gibt eigentlich keine, Ansprüche oder so für nächstes Jahr oder keine Voraussetzungen, genau, das war das richtige Wort. Keine Voraussetzungen, sondern man muss es einfach machen. Ja, man macht es, man denkt dran und macht es einfach, ja. Man sagt nicht, ja, ich setze mir für nächstes Jahr so ein Ziel, so. Kann man ja machen, ja. Wenn es einer nicht anders, der kann, ja. Aber man soll einfach davon ausgehen, man schafft es. Man muss es einfach in Taten umsetzen, ja. Und so, wie gesagt, kommt man nur zu seinem Ziel, ja. Ansonsten, wenn man immer sagt, ja, hier, nein, ich mache dieses Jahr jetzt nichts und ja, und keine Ahnung, ich setze mir was vor für nächstes Jahr und so, blub, ja, ist einfach scheiße, ja. Macht es, zieht es einfach durch. Zähne zusammenbeißen, Arsch zusammenpetzen und durch, ja. Also wie gesagt, so habe ich das auf jeden Fall geschafft, ja, mit der Gewichtsabnahme. Und wie gesagt, also im nächsten Jahr starte ich sowieso auf jeden Fall voll durch hier. Und ich habe YouTube im Moment zu meinem Hobby gemacht, ja, macht mir tierisch Spaß, ja, alleine mit euch die Zeit zu verbringen und euch meine Sachen und Teile aus meinem Leben zu verbreiten und zu zeigen, ja, und hoffe auch damit euch ein kleines Stück voranzubringen oder beziehungsweise ein Hauch von Motivation euch zu geben, ja. Wie gesagt, ihr Lieben, es würde mich auch freuen, falls ihr meinen Kanal gerne abonnieren wollt und um nichts mehr zu verpassen, dass es für euch wirklich ist, kostet euch gar nichts, nicht mal einen Cent. Was es euch kostet, nur ein Mausklick hier unten auf den Abo-Button zu klicken, ja. Und dafür kriegt ihr auch
was zurück, und zwar von mir, ja. Ich bemühe mich und tue alles, dass ich es euch zeige einfach, ja. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal mein Ziel erreiche, da mal auf der FIBO zu stehen. Und wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, wie gesagt, die Schritte verfolgen wollt, würde mich freuen, wenn ihr einfach dabei seid. Ansonsten, ihr Lieben, das Video sollte eigentlich schon gestern rauskommen, ja, aber es ging nicht. Ja, mein Vater hier hat sein Auto verkauft, beziehungsweise ich musste den Verkauf abhandeln. Ja, mein Vater hat ja letztes Jahr einen Schlaganfall erlitten, so dass er kein Auto mehr fahren konnte, und der hat ziemlich sehr an seinem Auto gehangen. War ein Mercedes C-Klasse, 180, so ein älteres Modell, aber es war noch, ist noch top in Schuss sogar. Und wie gesagt, ja, das hat ein bisschen wehgetan, der Trennungsverlust vom Wagen, ja. Und auf jeden Fall, das hatte ich gestern abgewickelt, so konnte ich halt das Video nicht bearbeiten und schneiden für euch. Und deswegen kommt es jetzt für euch raus, falls ihr das jetzt seht, beziehungsweise heute. Und wie gesagt, das nächste Jahr wird echt krass sein für mich. Ich bemühe mich auch ein bisschen, dass ich hier ein bisschen mehr Licht in das Ganze reinbringe, dass ich mir vielleicht noch so einen Spot hole. Und das Ganze alles für euch, dass es eine bessere Qualität ermöglicht, ja, dass ich eine bessere Qualität für euch ermögliche und dass es euch besser bzw. mehr Spaß macht, die Videos zu schauen. Ja, und in dem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch, ja, und eurer Familie natürlich auch alles, alles Liebe, Gute fürs neue Jahr 2017 und einen guten Rutsch. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch Anregungen, Fragen habt für nächstes Jahr oder neugierig seid, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare rein. Ich beantworte alle gerne und lese alle gerne. Könnt mir auch gerne E-Mail schreiben, ist unten auch im Link beschrieben, die Adresse. Und wie gesagt, ansonsten wünsche ich euch alles Gute nochmal und bleibt mir gesund, und wir sehen uns im neuen Jahr 2017, ihr Lieben. Bis dahin, tschüss!